Jo, Günther, Peppa Pig vs. Zombies Part 4 sind wir schon. Gucken wir mal. Um Gottes Willen. Also, habt ihr zu viel hier, Herr der Ringe geguckt? Rückkehr des Königs oder was? Also, das ist Fake. Das würde ich nie machen. Also, ich würde das erkennen, dass ihr keine echten Zombies seid, du. Meine ja nur. Und Zombies reden vor allem nicht so viel. So that's where they came from. George, come closer. Come on, you go first. Das ist asozial. Hätte ich auf Augen gemacht. Where does this door lead? Make the bed first, just in case. Come on, it's easy. Aber ihr kriegt trotzdem euren Loot nie wieder zurück. Wenn der Loot in die Lava fällt, ist euer Loot kaputt. Ich mein's ja nur, ne? Also ich würde zuerst George alle Fallen deaktivieren lassen und dann würde ich da durchlaufen. Come on, last jump. Ich hoffe, du hast deinen Loot in die Kiste getan. Boah, ohne Mist, ne, wäre ich jetzt George, ne, ich hätte hier das Bett jetzt abgebaut von Peppa Woods. Einfach nur, weil, ja, weil es lustig ist. Weil ich böse bin. Ich hätte das Bett abgebaut. Great. Hallo? Tolle Schwester. Wenn die so eine Schwester aus Preußen keine Feinde mehr. It's so dark. Let's take off our masks. Fackeln vielleicht? There's something here. What is it? Oh. Aber ich muss sagen, ohne Maske würden die schon fast als Zombies durchgehen. Ne, also ohne Maske hätte ich jetzt fast gedacht, okay, hier stehen zwei Zombies. Bau das Bett ab. Faster, faster, faster. Man könnte auch helfen. Jetzt ist die große Frage, gibt es wirklich, jetzt mal ohne Spaß, gibt es wirklich jetzt schon so einen Zombie-König? Also da habe ich wirklich echt viel verpasst, ne? Ich bin der König der Unterwelt, nie hier irgendein Zombie-König. Da gibt's aber Ärger, da muss ich mal in Minecraft mich einloggen und den Zombie-König mal hier, ne, verprügeln. Das geht so nie. Ich bin der König der Unterwelt und nie jemand anders. Da ist man mal ein paar Tage nicht mehr in Minecraft und gleich kommt ein Zombie-König, ne? Ich glaube, Minecraft habe ich zuletzt vor 10 Jahren gespielt. Ne? Und dann auf einmal kommt klein Zombie-König. Frech. Einfach nur frech. Ich hätte trotzdem das Bett abgebaut. Von George. Finde ich, man muss halt manchmal auch lernen. Man muss lernen, auf Sachen aufzupassen und etwas ruhiger die Sachen angehen und vielleicht vorsichtiger. Und deshalb sollte man das Bett abbauen. Ne? Das ist halt, ja. Da lernt man halt was. Fürs Leben. Vertrau nie deiner Schwester oder deinem Bruder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt so genau Video an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Wortschein da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.